Wahnsinn, was da gestern los war. Schon eine Stunde vor dem eigentlichen Trainingsbeginn war es auf dem Trainingsgelände so richtig voll. Jeder wollte sehen, wie Thorsten Legert seine Jungs trainiert. Und da war natürlich auch klar, dass es für ihn als Begrüßung erstmal einen dicken Applaus gab. Gestern Morgen erst ist Thorsten Legert ja mit den anderen Campern wieder in Deutschland gelandet und eine Verschnaufspause wollte sich der Dschungeldritte dann aber nicht mehr gönnen. Also ging es direkt am ersten Abend weiter zum Training und das hätte er gerne sogar noch früher gestartet. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich heute Morgen schon trainieren, aber es geht ja leider nicht, weil alle berufstätig sind. Das ist auch mal eine klare Aussage gewesen. Irre, wie viel Power in dem Mann steckt. Und genau die wollte er auch direkt im ersten Training wieder an seine Spieler weitergeben und hat direkt mal eine ganz klare Ansage gemacht. Eins ist auch ganz klar, ja, jetzt ist der Spaß vorbei, ja, und die Konzentration hat schon längst begonnen. Aber heute ist natürlich auch der Punkt, wo ich sagen muss, jetzt geht's richtig rund. Ja, ein bisschen Spaß gab es dann aber doch noch. Legerts Dschungelkumpel Jürgen Milzki war als Überraschungsgast beim Training mit dabei und Thorsten Legert wusste von der ganzen Sache nichts und hat sich dann richtig gefreut, Jürgen wiederzusehen. Ja, und so ein bisschen kicken konnte der Jürgen übrigens auch. Wer weiß, ob die beiden sich in Zukunft nicht vielleicht öfter beim Training sehen. Offensives Mittelfeld oder links draußen? Eins von beiden. Was nehmen Sie mit aus dem Camp hier mit, weil die Mannschaft befindet sich ja im Abstiegskampf, was nehmen Sie mit aus dem Camp? Im Prinzip über fast gar nichts. Ich habe den Jungs bewiesen, ja, dass man auch über seinen Schatten und seine Grenze gehen kann. Und das ist wichtig auch für einen Abstiegskampf. Ja. Manche wissen ja auch gar nicht um die Situation Bescheid. Für mich ist eins wichtig, ja, dass wir ganz schnell wie möglich da rauskommen und dass einige auch bis zu ihrer Leistungsgrenze gehen müssen. Reicht nicht, dass du das Optimum rausholen musst. Es gibt immer noch 5-10% mehr. Und das verlange ich von meinen Jungs. Und der Verein auch. Casala ist einfach nur ein Push, eine Push-Motivation. Ja? Und die setze ich mich nicht unter Druck. Das habe ich ja auch aus den alten Zeiten mitgenommen. Und für mich ist eins wichtig, dass die Mannschaft es begreift, ja, wo sie sich befindet. Und da müssen wir ganz schnellstmöglich raus. Und da ist der Vorort auch Casala auch ganz wichtig. Casala!